So riesengroß ist das Paket. Guckt euch das mal an. Ein Poloshirt. Was hast du dazu zu sagen, mein Schatz? So, ich hasse das, wenn hier bei den Socken. Ich zeige euch das mal. Meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Daily Vlog auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, denn, ich habe ja noch gar nicht gesagt, heute ist Montag, der 15. Juni. Ja, der 15. Juli. Noch 2 Wochen, dann sind wir frei. Dann können wir überall hinfahren. Wir haben heute Morgen 2 Riesenpakete bekommen, einmal aus Irland. Und eins aus Deutschland. Ein riesengroßes Paket. Das ist von Versandhandel, von ja, Otto und C&A und ja, alles so eine Sammelbestellung. Da könnt ihr richtig gespannt sein, was wir geshoppt haben. Hat einen richtig hohen Wert, also ist ein richtig Riesenpaket. Ja, da sind wir auch mal gespannt. Dann draußen wollte ich euch nochmal zeigen. Und ja, jetzt bleibt bitte dran. Nicht wegschalten. Bis gleich. So riesengroß ist das Paket. Guckt euch das mal an. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob die Sachen alle so passen. Ja, das packen wir gleich noch aus. Und das ist Pennys Hundefutter. Richtig mega schwer. Richtig 2 Riesensäcke. Ja, dann kann unsere Penny wieder essen, ja? Penny, kannst du dann wieder essen? Ja, hast du dann wieder Nam Nam? Ja. Habe ich euch schon mal erzählt oder gesagt, dass ich diese blöden Flaschen hasse. Hier in Irland gibt es ja keinen Pfand und man muss sie immer klein machen, damit die alle in diese Recycletonne passen. Und das geht mir doch manchmal wirklich, wirklich auf den Nerv. Was hast du dazu zu sagen, mein Schatz? Geht dir auch auf den Nerv? Was ich nochmal zu dem Paket sagen wollte. Wir haben das jetzt vor 4 Wochen bestellt und das geht dann an eine Adresse in Deutschland und die wiederum packen alles dann unsere ganzen Bestellungen zusammen und die schicken das zu uns nach Irland. Ja, weil die deutschen Versandhäuser schicken alle nicht nach Irland. So, das wollte ich nochmal sagen. Richtig cool. So. Ja, da könnt ihr jetzt sehen, soweit ist es jetzt gewachsen. Wir haben jetzt vor, wenn die ein bisschen größer noch sind, einige rauszurupfen, weil die haben da nicht alle Platz. Und das hier ist Salat. Das waren die Radieschen, genau. Sorry, wenn jetzt ein Schatten drauf ist, aber es scheint gerade so schön die Sonne. Und hier haben wir Kohlrabi. Also es wächst und gedeiht alles. Bin ich richtig glücklich drüber. So, jetzt mache ich das Paket mal auf. Ich habe es vorher noch nicht aufgemacht, wie ihr sehen könnt. So. Bin ich jetzt echt mal so gespannt. Das sind die ganzen Rechnungen und Rücksende, Etikett. Gut, ja, ich habe mir ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Weit man jetzt sehen kann. So, mache ich es mal so. Ich habe ein rosa Pulli mir bestellt in XL, weil hier passt mir L, aber ich weiß nicht, wie das da so ausfällt bei C&A. Wird wahrscheinlich zu groß sein, dann packe ich es wieder in den Trockner rein. Genau, das war das erste Teil bei C&A. Dann kann ich noch zeigen, ein Poloshirt. Moment, ich mache das mal ein bisschen anders. So. Ein Poloshirt für meinen Mann. Schön, Penny, ne? So, alles kann ich ja leider nicht zeigen. Socken schon, Schlüpper nicht. Dann eine schöne kurze Hose für den Sommer für meinen Mann.
Da sieht man es auch so mit Gürtel und so, ne? So ein Beige. Richtig schön. Dann haben wir hier einmal Socken. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Ah ja, das sind meine. Fünf Paar Söckchen. Verschiedenen Motiven. Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so interessant. So. Dann für meinen Mann so Business Socken. Schwarze Business Socken. Genau. Dann haben wir hier noch ein Polo-Shirt. So, das ist mein Mann. Ja. Dann haben wir hier nochmal Socken, auch von mir oder für mich. Mein Mann. So, dann. Das sind auch meine Socken. Drei Paar Socken und ein Pulli habe ich bisher. Dann haben wir hier noch eine Jeanshose für meinen Mann. In blaue Jeans. Und dann noch eine blaue Jeans. Dann. Ein L. Oh. Ah ja, das ist noch ein Poloshirt für meinen Mann. Okay. Noch eine Hose für meinen Mann. Mein Mann hat richtig zugeschlagen, eine Dreiviertel Hose. Dann muss man hier noch ein Poloshirt. Nochmal schwarze Socken. Das sind Socken für meine Tochter, glaube ich. Meine ich. Mal gucken. Und dann kommt noch was für mich. Für mich. Eine fette Jacke. Eine Winterjacke. Probier die nachher mal an. Versprochen, eine Winterjacke in Schwarz. So, dann haben wir hier noch Dolomien habe ich mir noch bestellt bei einer Versandapotheke, weil das ist das Einzige, was mir ganz schnell hilft bei Migräneattacken. Genau. Ich werde das mal anprobieren. Wie gesagt, der rosane Pullover und die Jacke. Bin ich gespannt, ob das mir passt. So. Das ist jetzt die Jacke. Ist sehr, sehr eng. Ich habe richtig zugenommen, aber es geht. Ja, besser als wenn die so weit, weit hängt. Es geht. Es fällt halt immer anders aus. Was sagt ihr? Für den Winter ist die doch ganz nett. Wenn es jetzt wieder kalte Regentage gibt, das ist auch richtig schön hier. Der Stoff. Richtig schön, doch, gefällt mir. Gut, die hinten kaputt, so weiß ich jetzt nicht. Ja, aber sonst. Die war auch richtig teuer, die war über 100 Euro. Aber so sieht die doch erstmal ganz nett aus, oder? Ja. Passt, ne? Ja. So, jetzt, das ist der Pullover. Der ist hier oben ein bisschen weit, aber es geht. Sonst haue ich den einmal in Trockner. Ja, also finde ich ganz okay. Was sagt ihr? Also ich finde ihn richtig schick. Ja. Und mehr wollte ich mir nicht bestellen, weil ich muss das immer anprobieren. Und ich mag das nicht, wenn das so auf blauem Dunst. Dann ist XL doch wieder weiter, wie jetzt in dem Falle. Und hier halt das. Mag ich, wenn das ein bisschen enger ist, aber es geht. Ne? Also man kann es wohl tragen. Top. So, dann kann ich euch den noch mal ein bisschen anders zeigen.
Also gut, eine Nummer kleiner hätte es echt können, aber gut. Kann man jetzt nicht ändern. So, ich hasse das, wenn hier bei den Socken. Ich zeige euch das mal. Das ist okay. Wenn hier bei den Socken diese Dinger hier sind. Diese. Das nervt. Die alle einzeln da so rauspulen. Das ist krass. Muss mal aufpassen, dass da keine Löcher entstehen. Hier diese Dinger, ne? Ja. Wir haben jetzt gerade eine virtuelle Abschiedsfeier. Deswegen, wir haben noch den Kuchen. Die wollen wir jetzt mal probieren. Ein Zitronen-Cheesecake. Und feiern das heute so ein bisschen, den Abschluss. Die Lehrer haben was vorbereitet. Das gucken wir uns jetzt online an. Ja, und bin mal gespannt. Hallo, willkommen zurück. Wir haben es jetzt schon kurz nach 9. Ich habe heute irgendwie gerade nicht so viel gefilmt, weil irgendwie wir saßen schon fast 2 Stunden davor vom Fernseher. Und Entschuldigung, im Hintergrund läuft die Waschmaschine gerade. Ich bin jetzt nämlich gerade schon am Waschen der neuen Sachen. Und ja, es war sehr, sehr schön eigentlich so. Nur ich finde es halt traurig, dass die Kinder sich nicht verabschieden können. Weil sie kommt jetzt ja auf die weiterführende Schule und Grundschule jetzt AD, das ist ja hier bis 6. Klasse. Und da war sogar der Präsident von Island, hat was gesagt. Das ist quasi so ein Video, was dann nur einmalig abgespielt wird. Von 7 Uhr, glaube ich, bis 8:30 oder so. Und ja, viele Stars irgendwie haben was gesagt und ja, ich fand das eigentlich ganz schön, ihre Klassenlehrerin und dann halt auch die Schulleiterin hat noch was gesagt und dann haben die sich so nette Sachen ausgedacht. Also 3 Sachen musste unser Kind machen. Einmal halt, wo sie diese Zertifikat quasi in den Händen hält, die wir ihr dann quasi anreichen. Dann wurde so getan, als hätte die Schulleitung das ihr überreicht. Das haben die bei jedem Kind gemacht und ja, dann so noch ein Foto und ein Foto von der Einschulung, ne? Also quasi unsere Grundschule in Deutschland. Und da habe ich dann erstmal geblickt, okay, es sind schon 6 Jahre vergangen. Also ich habe so gedacht, meine Güte, so schnell sind diese 6 Jahre um. Sie freudestrahlt an dieser Einschulung mit Zahnlücke und ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Zuckertüte war viel größer wie das eigentliche Kind. Ja, ja, und jetzt kommt sie schon in die 7. Klasse, auf die weiterführende Schule, ein College, also Middle School nennt sich das. Und die fangen da quasi wieder von vorne an, das wäre dann Klasse 1 in 7. Und ja, das geht jetzt dann bis 12. Klasse, glaube ich, dann könnte sie Abitur machen, wenn sie es denn wollte. Und dann weiter studieren, hier haben wir auch ein College zum Studieren. Ja, also Lehramt könnte sie nicht studieren im Moment, weil sie das Irish nicht hat. Und in der Grundschule, die Grundschullehrer brauchen, oder jeder Lehrer, glaube ich, braucht Irish. Und da haben wir ja durchgesetzt, dass sie nie Irish lernen muss. Weil, ja, das, wir haben gesagt, erstmal eine Sprache und dann, ja, dass sie das so beherrscht. Ja, was kann ich noch sagen? Heute ist ja nicht so lange, aber das macht ja nichts. Thomas hat seine Sachen anprobiert, die passen ihm ganz gut. Ich bin mit meiner Jacke auch so weit ganz gut zufrieden. Ich habe nur gemerkt, hier so am Bäuchlein könnte es ein bisschen weniger werden demnächst. Also 5 Kilo, ja, könnte es weniger werden. Und ja, was steht heute noch so an? Eigentlich nicht viel. Es ist schon abends, wir sind nach 9. Ja, wir gehen dann nochmal mit dem Hund raus, eine Runde. Ja, aber weiß ich nicht, ob ich gleich noch ein bisschen was filme. Hängt davon ab, ob ich dann noch Lust habe, aber das werdet ihr ja dann sehen. Ja, auf jeden Fall war das heute so die Abschlussfeier, sozusagen virtuell, ne? Und es war eigentlich ganz, ganz gut. Hat mir gut gefallen. Ach so, was ich noch sagen wollte, wenn alles klappt, dieses Video werdet ihr jetzt Mittwoch sehen, das müsste bei euch jetzt Mittwoch sein, dieser Daily Vlog. Und am Donnerstag habe ich vor, einen Livestream zu machen mit euren Fragen, Q&A-Fragen. Wenn euch auch noch was einfällt, könnt ihr dann auch direkt im Chat stellen beim Livestream. Und ich freue mich total auf euch und ich hoffe, dass die Internetverbindung diesmal besser wird. Wir versuchen noch einen Verstärker
aufzutreiben und ich setze mich wahrscheinlich dann in die Nähe des, wie sagt man, Routers, hat man früher gesagt, aber in der Nähe von der Internetquelle. So, vielleicht läuft es dann besser. Habe ich heute eigentlich nicht so viel im Haushalt gemacht. Bisschen Wäsche, so was ich so montags mache. Und ja, Hundi ist auch ganz müde und erschöpft vom Gucken. Aber es war eine sehr entspannte Feier, weil wir mussten in keine Kirche gehen. Wir, ja, genau. Kannst du ja gleich nochmal kurz was zu sagen. Was wollte ich nochmal sagen? Am Anfang wurde halt, wer war das, der Pastor? Priest, keine Ahnung. War der von irgendwo oder war der von hier, von unserem Ort? Von unserem Ort, der hat auch eine Firmung gemacht. Also der hat die Confirmation bei dir Firmung gemacht. Ach genau, der kam mir auch bekannt vor. Darf ich kurz was zu trinken holen? Ja, dann sehen wir uns gleich. Warte, ich muss mich mal. Nee, dann sehen wir uns gleich. So, wir haben es jetzt auch schon mal richtig spät, schon 10:30. Ich denke, dass ich jetzt den Daily Vlog beenden werde, auch wenn er dann nicht so, ja, so lang war heute, kann man nicht ändern, manchmal ist halt nicht so viel los. Dann hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr da einen fetten Daumen nach oben da lasst, mich abonniert und unten in den Kommentaren einen netten Kommentar schreibt und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ciao!